Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Two Warriors. Ja, Nachtdorf-Action heute mal, denn wir schippern mal rüber. Zack, da sind wir. Und was haben wir eigentlich schon gemacht hier? Ich habe mittlerweile, wie ich es ja schon angesprochen habe, die Drachen auf 10 und habe jetzt nichts weiter gelevelt. Aber ihr seht, ich kann die Kanone ausbilden hier, denn ich habe die Kaserne hier einfach mal nebenbei gemacht. Die wollte ich eigentlich erst gar nicht machen, aber das traf sich ganz gut und deswegen holen wir uns auch hier die 30 Juwelen ab und die 200 EP dafür. Das ist ja auch ein Erfolg, den man hier einheimst, und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt eigentlich updaten soll, aber ich denke mal, wir nehmen den Multimortar hier als erstes, weil ich werde doch sehr häufig mit Bodentruppen nach wie vor angegriffen und könnte jetzt auch ein Kanönchen machen hier, aber ich denke mal, den ziehen wir erstmal auf Level 2, das dauert dann 12 Stunden. Und ich würde sagen, wir gehen sofort rein ins Getümmel. Mein Lock sieht eigentlich ganz durchwachsen aus. Ja, Defeat. Also immer schön verloren, auch mal gewonnen zwischendurch, ja. Aber das Spiel wird auch nicht einfacher, je höher man natürlich jetzt mit seinen Truppen kommt. Oh, da fragt das Spiel hier nochmal, wer bin ich? Oh, nicht schlecht. Okay, kommt vor. Ich habe Clash of Clans hier auf dem Emulator hier auch neu installiert. Das lag einfach daran, dass der Emulator hier abgestürzt ist, beziehungsweise Clash of Clans abgestürzt ist. Oh, hier können wir mal mit Riesen, glaube ich, rein, denn der hat das Ding hier noch nicht fertig. Der ist auch im Aufbau von seinem Multi. Und dann nehmen wir mal tatsächlich nicht die Babydrachen, sondern wir nehmen tatsächlich mal die Kampfmaschine hier und den und vielleicht mal ein paar Bogenschützen dabei. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Mal gucken, wie die so hergehen. Oder nee, wir nehmen die mal gar nicht, sondern wir nehmen hier ein paar Bomber mit. Wir nehmen einfach mal ein paar Bomber mit. Ja, die sind ja auch nie schlecht, die Bomber. So, zack, Kampfmaschine hier mit reingesteckt und dann können die schon mal ein bisschen tanken hier. Oh, den habe ich jetzt gar nicht gesehen, den Crusher. Okay, der muss natürlich weg. Ach, den habe ich gar nicht gesehen hier. Der hat schon zwei. Oh, das ist ja schon... Eieiei, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist ja schon einer, der das alles hier höher hat. Also ein Sechser. Oh, shit. Oh, mal gucken, ob wir da noch ein paar Prozente reißen. Die Maschine ist schon mal kaputt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, also die taucht auf 1 hier mit Bodentruppen. Oh, ja, toll. Da habe ich mir die Chance gelassen, dass der Multimörser hier im Ausbau ist. Aber letztendlich hat es überhaupt nichts gebracht, mit der Bodentruppe hier anzugreifen. Boah. Scheiße, das war schlecht, ja, auf jeden Fall verloren. Ich meine, viel besser war jetzt auch nicht mit 39%, aber wir schmeißen hier mal eben die Glocke an. Ach, Mist, okay, also da müssen wir auf jeden Fall doch wieder umdenken und ich glaube, wir machen dann doch wieder mit Luft weiter, denn ich habe extra die Babydrachen ja als erstes ausgebildet, damit wir in jedem Fall hier auch ein bisschen höher in den Pokalen kommen, denn so ein bisschen höher bin ich ja schon gekommen. Aber es passiert mir hier jetzt gerade in dieser Folge genauso Murks, wie im Moment ja unsere CKs aussehen, ne? Ach, shit. Okay, da hinten hat er eine La und da hat er eine La. Mal gucken, die La, ja, mal sehen, wie weit die geht. Ich denke mal, wir schnappen uns als erstes die La. Ich nehme immer ganz gerne ein paar Palakis hier mit. Die schon mal so ein bisschen was an den Außensachen hier machen können. So, dann ziehen wir den hier mal rein. Und danach ziehe ich dann eigentlich erst die... Ach, der hat ja auch schon diesen Brutzler. Eieieiei. Hat der auch schon diesen Brutzler. Tolle Wurst, Thorsten. Super gemacht. Mann, ey. Naja, mal gucken, ob wir nicht doch irgendwo in Rathausnähe kommen, um das mitzunehmen. Da sind wir jetzt schon durch. Der Drachen in der Mitte ist jetzt noch nicht in Wut, aber die La schießt schon mal nicht mehr auf unseren Drachen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die schießt zwar jetzt, aber jetzt sucht sich das neue Ziel. Und ich denke mal, so schaffen wir zumindest das Rathaus hier in der Mitte. Jawohl.
45%. Mal sehen, wo wir jetzt noch ein paar Prozente abschnackeln können, ohne dass uns jetzt irgendwas erwischt hier. Ah doch, wir haben die 50%. Okay. Dann machen wir hier an der Stelle einfach weiter. So, da ist auf jeden Fall, denn die Truppen laufen immer diesen Bodentruppen hinterher. Ne? Oh, das ist auch super nervig. Oh, mein Gegner ist schon fertig, der guckt jetzt nämlich gerade zu. Mal gucken, was er dazu sagt. 56% gilt es zu überbieten. Ich denke mal, den Zerschmetterer schaffen wir an der Stelle nicht mehr. Und 59%, mal gucken. Haben wir auch verloren, okay. Ich habe heute schon eine Folge von einem YouTuber gesehen, der hatte gerade genauso viel Glück wie ich. Das habe ich noch belächelt und habe gedacht, hahaha, aber tolle Wurst. So toll ist das gar nicht zu belächeln. Okay, wie können wir hier vorgehen? Die Lars stehen beide auf der Seite. Da hinten steht das Fluggerät. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen trotzdem so vor hier. Ah, das Ding in der Mitte hier, der Zerschmetterer. Der hat echt viele HPs und das ist auch schon ein Sechser hier, meine Herren. Das ist natürlich super Mist hier, dass der Gegner hier jetzt schon so hoch ist für uns. Mal gucken, ob wir da nicht doch an die Lars kommen. Jetzt habe ich zweimal zwei Drachen aneinander, die sind jetzt nicht in Wut. Aber, der geht jetzt auf den Bogenschützenturm. Der geht immer noch nicht auf die Lars. Aber ich habe hier noch ein paar Optionen, dann von unten mit der Kampfmaschine reinzukommen. Also ich lasse mich da auch von den Bogentürmen jetzt nicht wirklich beirren hier. Der geht da aufs Lager und... die beiden Lars sind weg. Der Bogenschützenturm ist sowieso weg. Und dann schicken wir einfach den hier nochmal mit rein. Und mit der Kampfmaschine, denke ich mal, holen wir uns jetzt einfach noch... Ja, wir lassen die einfach mal da reinlaufen. Dann löst er ein paar Fallen aus. Das macht uns natürlich nichts. Und mal sehen, wie weit die Kampfmaschine hier kommt. Denn der Zerschmetterer muss auf jeden Fall vorher fallen. Jetzt, da kommen wieder die Clan-Truppen. Ja, und die schaffen jetzt meinen letzten Drachen. Mist, der Zerschmetterer nicht geschafft. Aber mal sehen, 65%. Sieht erstmal nicht so schlecht aus. Die Base habe ich heute schon gesehen im Internet. Und ich wollte sie fast nachbauen. Da ist der Zerschmetterer. Und dann haben wir hier aber gewonnen. Okay, den haben wir gewonnen. Das ist schon mal nicht schlecht. Plus 29. Können wir gleich weitersuchen. Okay, jetzt habe ich natürlich ein bisschen in meiner Def geschwächt, weil ich jetzt den Multimörser baue. Das werden sicherlich einige ausnutzen, aber ich werde auch die Schwäche der Gegner ausnutzen, indem ich da nehme ich doch wieder die an der Stelle mit, denn die sollen mir hier die Kleintruppen wegmachen. Da schießt ja fast noch nichts drauf. Dann gehen wir hier mal rechts, links so rein. Und machen das mal so, mit zwei Stück an der Stelle. So, die La schießt jetzt schon mal auf einen Drachen. Das ist gut so. Dann schicken wir die hier mal nach. Hier rechts einen nachgeschoben. Und dann geht das hier schnurstracks schon mal in die Base rein. Das ist schon mal super. Jawohl. Dann können wir, die schicke ich einfach mal nach. Und, der geht jetzt schon nach da. Okay, da muss ich hier jetzt schon ein bisschen ablenken. Gucken wir mal, jetzt muss der sich hier gleich durch die Mauer fressen. Das ist natürlich doof an der Stelle. Aber das kann er dann mal machen und zwar von hier. Mal gucken, ich glaube, das ist die kleinste Mauer noch an der Stelle. Ja, dieses Flugteil. Vielleicht hätte ich etwas eher mit der Kampfmaschine hier hinten an der Luftbombe reingehen sollen, denn die Luftbombe fällt jetzt. Na, fällt sie noch? Oh nee, die fällt nicht mehr. Ja, macht aber auch nichts. Wir haben ja jetzt auch nichts mehr für die Luft. Haben jetzt noch einen Bogenschützenturm. Und natürlich noch ziemlich harte Kanonen der vier. Und bis diese Kampfmaschine dann bei der Kanone ist, ich denke mal, das wird jetzt dauern. Da kommt nochmal eine Falle. Und mal sehen. Oh ja, okay. Das wird nichts mehr. Da wird die Kampfmaschine in jedem Fall... Na, wird sie wohl fallen oder schafft die das? Schafft die das noch? Vor der jetzt zur Kanone? Ja. Okay, ein Schlag, zwei Schlag, drei Schlag, vier Schlag, fünf Schlag... Oh. Oh, wie knapp. Schade. Okay. Schade, schade. Mist. Mal gucken, wie der Gegner das macht. 81% sind zu schlagen. Und ich sehe bei mir 49%. Das sieht noch gut aus, aber da macht der Bogi zwar jetzt noch
Ah, er hat noch ein bisschen was. Okay, 49%. Mal sehen, wie er, was er sich jetzt wegschnackt. Mit dem langen Lakaien da oder mit dem Mutanten wird er sicherlich da nicht rankommen, denn da kommt meine Luftabwehr. Ah, doch, da kommt er jetzt ran. Da kommt er jetzt ran, aber das sind erst 50% dann an der Stelle. Und das ist etwas zu wenig. Ah, schafft er immer noch nicht? Super. Sehen wir auch mal eine Def hier in so einer Folge. Ist ja auch nicht üblich, aber ich denke mal, wir können ruhig mal eine Bauarbeiter- oder Nachtarbeiterfolge hier machen. Auch wenn sie am Stück ist. Ich werde am Ende sicherlich auch noch einen normalen Angriff in meinem normalen Dorf machen. Das sei an der Stelle einfach mal versprochen. Mal sehen, wie viel Prozent er sich hier noch wegschnägelt. Jetzt kommt aber schon die Luftdev. Ja, den haben wir auch gewonnen. Super. Super Sache hier. Was haben wir jetzt auf dem Konto? 915.000. Da fehlt uns jetzt noch der letzte Stern, hätte ich fast gesagt. Denn wir wollen die Riesen ausbilden. Und die kosten 1.000.000 an der Stelle. So, wie können wir jetzt am einfachsten vorgehen? Die Luftdev ist da. Und eine ist... Wo ist die andere Luftdev? Ah, der hat noch keine zweite. Okay. Der hat noch keine zweite Luftdev. Der hat erst den Multimörser gebaut. Okay, aber die... Wo, ah doch, da ist er ja. Okay, da ist die. Dann machen wir das mal so. Dann kann die da fröhlich raufschießen. Die können erstmal von hinten schön da drauf. Zack, da ist es schon mal weg. Und dann setzen wir hier nach. Das ist super so an der Stelle. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier die kleinen Schützinnen hier wegkriegen. Ja, das ist auch noch gelungen. Aber der Bogenschützenturm ist echt stark an der Stelle. Ah, der muss jetzt unbedingt weg. Und vielleicht auch die Kanone auf der anderen Seite, dass ich hier dann endlich mit meiner Maschine hier reinkomme. Da ist, jetzt muss die Doppelkanone da weg. Ah, der geht nach außen. Okay, das ist nicht so schlimm. Jetzt kommen mir zwar schon die Fallen raus, das macht aber an der Stelle nichts. Wir müssten auf jeden Fall das Rathaus haben. Ich habe jetzt den einen Drachen noch an der Seite gesteckt. Okay, das haben wir. Die Meisterhütte haben wir an der Stelle. Komm, mach den Tesla noch weg da. Das wäre super. Das wäre super, jawohl. Und vielleicht noch die La. Schaffen wir die noch? Kommt Maschine, jawohl. Die Maschine schafft die La. Und, oh, jetzt kommt der Zerschmetterer. Scheiße, der hat zu viele Healpoints. Mist. Ah, das schafft er. Und der ist auch nicht in Wut, der eine Drache da. Weil dahinter noch der Megamutant ist. Okay, 81% sind zu schlagen. Gucken wir mal, was der Gegner geschafft hat. Puh. Oh. Böse. Böse an der Stelle. Alter, 100% auf meine Top-Base hier. Ach, ärgerlich. Mal gucken, wie er es gemacht hat. Hat gar nicht so... Ja, okay. 9er Riesen, 10er... die 10er Bogenschützin dahinter. Aber wie ich es schon befürchtet habe, das wird ausgenutzt, dass ich den Multimörser im Moment nicht habe. Denn die Bogenschützen sind jetzt relativ gut von den Riesen hier geschützt. Und ja... Die Kampfmaschine auf Level 1 kann da auch relativ ungehemmt durchgehen. Und dann bringt es mein kleiner Zerschmetterer auch nicht mehr. Hat er gut gemacht. Kampfmaschine stirbt zwar noch, aber die eine Kanone, die konnte es jetzt doch nicht mehr reißen. Denn wer reißt es hier eigentlich? Ja, fast. Er hat sogar fast alle Mauern geschafft. Super. Gut gemacht hier vom Gegner. Fast alle Mauern sogar geschafft. Und wir wollen aber unbedingt noch den letzten Stern heute hier haben. So, oh, wie gehen wir hier am besten vor? Das ist auch schon wieder ein größerer. Shit. Immer diese großen hier an der Stelle. Und ich habe die Maschine nicht wieder. Ah. Thorsten, ey, was ist denn los hier im Clan True Warriors 1? Also hier ist im Moment wirklich nur Kuddelmuddel. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Ah, hier macht ja jeder Mist. Und ich bin hier so richtig mittendrin in diesem Mist, was zu machen. Mal gucken, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie bis zur La kommen. Ja, bis zur La müssen wir kommen. Und so, die eine La müssen wir uns wegschnappen. Jetzt geht der eine Drache da natürlich schon auf die Clanburg-Truppen, fliegt ihn hinterher und fliegt natürlich genau in sein Verderben. So muss man es ja sagen. Dann muss ich hier jetzt versuchen, dass ich hier einigermaßen Prozente kriege. Von der Seite hier klappt das auch. So, ich lasse sie jetzt mal in Wut hier. Jawohl, das sieht noch ganz gut aus. Der Gegner ist schon fertig. Er hat mich jetzt schon abgeräumt, denke ich mal. Oh, wir haben immerhin haben wir den einen gepackt.
Und ich denke mal, das Bilderholz schaffen wir auf jeden Fall nicht. Auch wenn der jetzt voll in Wut ist hier, das werden wir nicht packen. Denn der Bogenschützenturm. Und jetzt kommt noch der Brutzler dazu. Jawohl, alle auf den Drachen. Jawohl. Mann. So, 56% sind zu schlagen, aber ich denke mal, das haben wir nicht gepackt. Okay, dann lassen wir die Truppen erstmal gerade ausbilden und ich mache mal hier drüben Angriff. Ich suche mir mal einen Gegner und dann machen wir einen kleinen Cut. Bis gleich. Jo, der sieht ganz gut aus. Den nehmen wir, glaube ich, mal mit. Im Moment bin ich mit so einer ziemlich sicheren 2-Sterne-Armee hier unterwegs. Und das Dunkle brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, der hat jetzt fast 6000 Dunkles hier für uns. Hat so ein paar Sachen im Ausbau, das ist natürlich super. Beste Voraussetzungen hier und ich würde sagen, da ist das Lager. Hier hinten sind natürlich die Bohrer pickepacke voll. Ja, das sind schon mal, ich denke mal, das sind fast 3000, die hier hinten drin stecken. Und der Rest steckt hier vorne drin. Ja, einen Tod müssen wir eigentlich ja sterben. Dann würde ich fast sagen, wir sterben den Tod hier über die Queen. Obwohl uns hier natürlich gar nicht so sehr an der Stelle stört. Aber wir gehen hier jetzt mit 3 Golems rein. Und richtig vielen Bowlern hier. So, wir ziehen mal die Helden danach. Die werden sicherlich alle Richtung Mitte gehen. Ich habe mir gedacht, dass der nichts in der Clanburg hat. So, die Bogenschützenkönigin auch noch dahinter gezogen. Wo sind meine Mauerbrecher? Da waren meine Mauerbrecher. Oh, das war jetzt ein bisschen heftig gerade an der Stelle. So, wo müssen wir frieseln? Wir müssen sicherlich mal gerade gucken. Den hier friesen war, glaube ich, mal weg. Und, oh, ich habe meine Clanburg gar nicht gesetzt. Das ist natürlich top. Das ist richtig super hier an der Stelle. So, die ragen wir hier nochmal durch. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal von hinten mit der Clanburg. Mal sehen, ob wir nicht noch ein bisschen was mitnehmen hier. An der Stelle. Mein King segnet jetzt aber schon mal das Zeitliche. Das ist natürlich schade. Und wo geht die Queen? Die macht da das Lager. Okay. Ah, ich hatte gedacht, wir schaffen vielleicht noch das dunkle Lager, aber die Queen entweicht mir jetzt so ein bisschen da. Geht jetzt leider ein bisschen zur Seite. Mal gucken, ob die sich nicht doch noch umdreht jetzt. Nein, sie geht natürlich weiter. Und macht da ein Lager. Komm, mach den Tesla noch weg. Jawohl, der Tesla geht an der Stelle weg. Und jetzt geht es natürlich in die Richtung. Okay, schade. Schade, da lassen wir hier 3000 liegen. Ja, das macht aber nichts. Ich brauche im Moment nicht so viel Dunkles. Und deswegen ist das nicht so schlimm, auch wenn ich immer ziemlich viel Dunkles jetzt gerade vergeige. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht ganz so tragisch. Und die Bogenschützinnen hätten ja jetzt auch mal zum Dunklen gehen können. Aber mal sehen, wenn der Golem hier platzt, ob der uns nicht noch... Ah, der ist schon geplatzt gerade. Schade. Der hat uns auch nichts Dunkles mehr gebracht, weil der hätte das Lager jetzt angekratzt. Und aber es waren solide 2 Sterne hier. Und wieder ein paar kleinere Pokale auf den Weg zu der Titan League. Ich vergesse auch immer wieder, meine Giftzauber zu nehmen. Also gerade so für den Anfang, für die Queen, hätte man die Queen ja schon mal giften können. Ne? Aber warum? Es ist im Moment wirklich so, das, was wir hier zurzeit abliefern. Jetzt habe ich hier 2 Gift, das ist ein bisschen zu viel. Brauche hier nicht gerade mal einer Gift? Nein, braucht keiner Gift hier an der Stelle. Dann schmeißen wir einen weg, damit unser Zauber hier nachkommt. 2, 2, 1, okay. Und trainieren hier einmal nach, gehen nochmal rüber ins Nachtdorf. Ich denke mal, die Action gönnen wir uns einfach, dass wir hier jetzt nochmal einen Kampf machen. Der muss es jetzt einfach bringen hier an der Stelle, denn ich würde gerne mal diese Folge erfolgreich, nicht los, abschließen. Und oh, jetzt haben wir hier, das ist schon wieder eine knackige Base hier, mit der La dort und diesen Ungetüm dort. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil der stört mich an der Stelle schon, aber das Ding muss eigentlich weg. Ich kann jetzt natürlich auch über die Front kommen. Dann habe ich zumindest das etwas leichtere Stück hier. Aber hier unten ist sowieso die Kanone weg. Dann machen wir das, glaube ich, so. Ja, wir machen das so. Dann ziehen wir hier einmal einen da, einen hier, einen da. So, und die ziehen wir einfach mal davor. Denn die sollen jetzt ein bisschen tanken. So, den letzten Lakaien hier, den lasse ich mir mal. Jetzt müssen die natürlich erstmal die fetten Lager hier machen. Aber kriegen hier jetzt Beschuss von der Luftabwehr. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Ja,
Luftabwehr ist weg, aber der Bogenschützenturm hier und jetzt, ne, das, was ich vermutet habe, die gehen da hinten schon wieder auf die Clanburg-Truppen. Und das kotzt mich echt an, diese Drachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie dumm sind. Sie machen ja eigentlich genau das Richtige, indem sie da auf die Clanburg-Truppen gehen. Aber die sollen das doch einfach sein lassen. Ja, ich lenke die Clanburg-Truppen jetzt mal ein bisschen ab, aber der fliegt, guck mal, wie weit der Drache da durchfliegt. Och nee, ey. Manometer, ey, wie weit fliegt der Drache? Komplett den Barbaren hinterhergeflogen. Naja gut, 65%. Aber mit denen gewinne ich hier, glaube ich, nicht mehr. Und die Maschine, mal gucken, ob die noch ein bisschen was reißt. Ein Schlag, zwei Schlag, ja, die auf 1 ist die noch. Man kann damit was machen. Ja, ich im Moment, ihr seht das ja, ich reiße da einfach nur ein paar Prozente mit. Tanken lasse ich die nicht so wirklich. Auch wenn die natürlich Bogenschützentürme tanken könnte. Aber wenn die so weit auseinander stehen, dann tankt er auch höchstens einen und kriegt die ganze Zeit Beschuss von den Erdwaffen. Und 91%. Boah, mit Barbaren und ein Level 2. Okay. Ja, ich denke mal, das wird hier heute nichts mehr. Ich mache, glaube ich, den Abend, so wie ich den gestrigen Abend auch beendet habe. Ich gehe einfach ins Bett. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen wollte. Bis dahin, euer Toto. Flasht.